Unlucky. Egal, packen wir die Schaufel rein, sind wir ausgerüstet fürs nächste Mal direkt. Ja. Was ist los? Du hast dein Bäumchen getreten! Es ist umgefallen! Ruhe in Frieden, Bruder. Es tut mir so leid. Schon lange nicht mehr so einen großen Fehler gemacht. Du warst doch gar nicht so weit. Nur die Besten sterben jung. 3 Tage irgendwie dauergeiles Essen gehabt und sich echt vollgestopft, dann ist halt, ist auch wieder gut so. Jojojo. Tag, Herr Bix. Ja, ja, guten Tag, Herr Phoenix. Was geht? Herr Bix? Ja. Nix. Der hat mich genixt. Der Phoenix hat mich fucking genixt. Weißt du, was darauf steht, wenn du einen Kopf bei der Leitstelle nixst? State. Der fucking Phoenix. Ihr habt noch was für euch beide. Wie? Deine Telefonnummer? Nee. Boah, oh, richtige Bombe kassieren, Alter. Ehre genommen, Bruder. Dankeschön. Nice try, Alter. Scheiß Drahtesel. Jojo. Isaacman, kommst mit deinen Sachen ran. Bring dein Zeug hier ganz schnell her. Ich weiß nicht weiter. Ich brauch ein bisschen mehr Kraft. Ich hab's nicht gemacht. Oh, geil. Scheiße. Kannst du das nochmal machen? Ich hab's nicht gesehen. Wahrscheinlich von dir gebraucht, oder? Ich hab eine Freundin. Hey, hab ich noch nicht kennengelernt. Übrigens, ich bin der Chris, hallo. Interessiert mich nie. Er ist ja freundlich. Double. Hey? Didi, was hab ich dir gesagt? Freut mich, Chris. Du bist der? OG. Du bist der? Double D hier. Ah. Erziehungsmaßnahmen oder wie? Ja, klar. Den Didi, den zieh ich mir noch ran, ne? Als Second OG oder wie? Nee. Uh-huh. Aua! Lauf um dein Leben! Schläger rein. Dabbelchen! Tat das richtig doll weh? Oh, der hat mich fast aus dem Leben geschallert, der Schlagring. Ich wollte ihn heute schon den ganzen Tag testen. Warte, ich will auch mal kommen hier. Verpiss dich. Du weißt, du weißt ja jetzt, wie weh der tut, ja? Also. Ich mal clear hier. Okay, ich guck weg, aber dann. Außer der Typ, der von den Roten, der gerade hinter dir dran war, ne? Bärchen, komm mal hier. Aha. Das ist voll der Asi, Mann. Dem verkaufe ich nichts mehr. Der hat sich mich nicht angestellt. Der hat einfach sich vorbeigedrängelt und sich Sachen genommen und da Geld hingeworfen. Warte kurz. Okay. Shit. Du liebst doch die Farbe Grün, oder? Du würdest doch auch alles für die Familie tun, oder? Nein, wirklich nicht. Wir müssten was ausprobieren. Was kommt jetzt, Mann? Ich weiß, was kommt. Das ist keine gute Idee. Nein, Double. Nein, aus. Warum was hat er denn vor? Na, der will was ausprobieren. Und wenn er was ausprobieren will, kann das nicht gut enden. Wir müssen nur etwas ausprobieren. Nein, müssen wir nicht, Double. Das ist eine Überraschung. Nein, du musst müssen die Augen wir nicht. Zumachen und die Zähne zusammenbeißen. Nein, muss sie nicht. Claire, geh da weg!
Scheiße, Mann, hat das was mit dem Ding zu tun, was er sich gerade gekauft hat? Ich glaub schon. Will der jetzt wie in diesem Märchen so vom Kopf so einen Apfel so packen? Ja. Shit, Mann. Geh lieber mal zurück. Ich kann kein gutes Obst sehen. Weißt du die Zähne zusammen? Mhm. Soll ich heißen? Nein. Oh. Da finden sich noch andere, jetzt kommt ihr hin, lass gut sein. Wahrscheinlich nicht. Oh. Oh, warte. Geht es um das, was du an deiner Hand hast? Du sollst die Augen zumachen. Wenn du darfst, darf ich auch. Wie jetzt? Ja komm, dann machen wir einen Ehrenfein. Okay, für die Ehre. 3, 2, 1. Ich sag, Claire gewinnt, Mann. Ja, Mann. Oh, sorry, Leute, Alter, hat ein bisschen länger gedauert. Was geht hier? Kleiner Fall, shit, ja? Mann, er hat sie voll umgemacht. Winboxen W. Seine Perle. Fuck. Die muss mal wieder gucken, wer die Hosen anhat, ja? Wow. Also, ja, okay, dann mach ich das nicht weg. Opa, der hat die abgeschmiert, ich kann auch nichts für. Alter, ich kann Bock, mir in der Transe zu stehen. What the fuck, was ist das? Alter. Was ist jetzt schon wieder los, Alter? Keine Ahnung. Er hat dich Transe genannt, Anton. Das ist fucking 3:30, Mann, Alter. Was macht ihr alle noch hier? Ich kann nicht mehr Vortrag als du, ne? Ja, warum nicht? What the fuck, was macht der hier? Was macht der hier, der Motherfucker? Hey, du. Jakob. Was denn? Was machst du hier? Gönnst du Familie, Bruder? What the fuck? Verpiss dich hier. Was? Ich bin cool, ich doch hier. Verpiss dich und dann lass dich rein. Verpiss dich sofort. Ach du Kleid, jetzt geht's los. Gewiss, komm, verpiss. Der schlägt noch mich. Komm her, du Motherfucker. Ach, Alter. Alter. Ich hab mit meinen Sacken geklatscht. Ach, sei. Ich bin der Gute Rechte. Also, komm her. Komm her. Mach die fertig, Ingrid. Wie eine kleine Mädchen, fehlt nur noch Tutu. Oh, kann jetzt ein LKW kommen? Ach, das heißt. Ja, der Vogel zeigt auf dem Wind zu treiben. Hey Jungs! Ja, Alter, die Scheiße, die Wasserhahns, Leute her, machen Alter. Nur Probleme, die beleidigen und provozieren. Oh. Mal wieder. Was, Alter? Was ist das? Alter. Sei mal nicht so frech, das haben wir dir eben schon. Alter, das kann doch nicht sein, wie der Opa jetzt hier den 31er macht. Was muss ich machen? Ja, weiß ich noch nicht. Wäre aber cool zu wissen. Ja, das kommt drauf an, was halt anfällt, ne? Ich weiß ja jetzt noch nicht. Weiß ich, vielleicht ja, klar, auch schon mal wieder. Ja, ein paar, ne? Weiß ich nicht, bisschen Essen mal vorbeibringen oder so, wenn wir unterwegs sind. Vielleicht bei den ein oder anderen Botengang. Ja, Fenster bei meiner Bude müssen auch mal geputzt werden. Wieso? Du bist doch da. Reicht ja, doch ein Lappen. Den lass ich jetzt einfach mal durchgehen, ja. Könnt ihr euch vorstellen, warum wir euch anhalten, ja? Ich hab grad so nebenbei kurz erfahren, warum. Also ich würde jetzt an mir nichts empfinden, warum. Nee, was denkst du, warum die Jacke links von dir liegt? Was denkst du, warum die Jacke jetzt links von dir auf dem Boden liegt? Ich glaube, weil sie grün ist, oder? Richtig. Ja. Du lebst doch schon seit Monaten, ja, hast du mir doch gesagt eben, oder nicht? Ja. Du lässt jetzt die Lacke da liegen, glaub mir, wenn ich dich wieder mit grünen Sachen sehe, Alter. Das weiß ich doch nicht. Das ist ja Zufall, dass jetzt eine FIB-Karre gerade da steht. Ja, beide kein Handy dabei, alles klar, Alter. Ja, eben. So, aber ist egal. Was damit zu tun haben. Pass auf, ich sag dir jetzt nur eins. Sollte ich dich wieder mit irgendwelchen grünen Sachen sehen, dann liegst du neben deiner Jacke. Hast du mich verstanden? Ja. Wenn du jetzt hier wegkommst, dann läufst du links von mir entlang und nicht rechts zu der Kopfkarre. Solltest du ein Wort darüber verlieren, Floyd, glaub mir, ich finde dich. Hast du mich verstanden? Hab dich verstanden. Gut. Hast du mich verstanden? Ich habe dich verstanden. Gut, dann links von mir ganz normal weglaufen, nicht rennen. Du auch. Oh.
Hey, da wollen zwei Leute fragen, ob es ihnen gut geht. Aber ich glaube, das ist schon geklärt, ne? Was ist los? Mhm. Was geht ab? Moin. Mansinia. Na nix, chill, wir haben uns gerade unterhalten. Und dem Typen das Pflaster aufgeklebt, weil der da mit dem Fahrrad gestürzt ist, Mann. Hab ich euch doch schon gesagt. Okay. Warum verfolgt der eine ihn jetzt? Das sind Freunde. Keine Ahnung. Das ist sein Kollege. Warum haben sie eine Waffe in der Hand? Wer hat eine Waffe in der Hand? Sie! Du! Eine 50er Kaliber. Ich hab keine Waffe in der Hand, hä? Was für eine Waffe? Hä? Hab ich eine, hä? Ich hab doch keine Waffe in der Hand. Hast du ja auch keine Waffe, Mann. Ja. So, ist sonst noch irgendwas? Ansonsten würden wir weiterfahren. Nee, bleiben Sie mal hier. Was denn los? Der Herr, der gerade eben hier vor mir steht. Kommen Sie mal mit mir mit. Hä, was ist denn das Problem, Mann? Ja, der Herr hat eine Waffe vor mir in der Hand. Ich hab keine Waffe in der Hand. Nee, glaub mir, ich hab keine Waffe in der Hand. Würdest du gerne mal durchsuchen? Kommen Sie mal her. Hey, warum meinst du jetzt? Whitey? Nur weil er schwarz ist, Mann, oder was? Jetzt macht doch keine Faxen hier. Ist doch alles cool. Ist doch kein Problem. Wo ist jetzt das Problem? Cool ist, wenn alles cool ist, dann können wir uns ja gerade vergewissern. Es ist alles cool. Ja, 2020, ne? Also ich weiß nicht, wo ihr eine Waffe gesehen habt, aber ich habe keine Waffe in der Hand. Aha. Hier ist noch eine, ja. Wir haben alle eine Waffe, das wisst ihr auch, ja? Und wir heben sie dieses Mal nicht gegen euch. Also lasst den Scheiß jetzt einfach ruhen und gut ist. Wir hatten hier was zu regeln. Es ist keinem was passiert, aber alles cool. So, und damit ist das Thema... Das sieht aber so aus, als würde der Herr, der da gerade nach hinten gegangen ist, nicht ganz so freiwillig da lang gegangen sein. Ne? Also das sah jetzt gerade hier ein bisschen unfreiwillig aus, das Ganze. Wie nicht freiwillig? Nicht freiwillig wäre, wenn da eine Barrikade wäre, dann ein Auto stehen würde, dass er da nicht durchkommt. Aber der ist doch da durchgekommen. Nicht freiwillig heißt, wenn man gezwungen wird auch dazu. Wie wenn man gezwungen wird? Woher wollt ihr das denn wissen? Jeder Mensch ist doch frei in seiner Entscheidung, in welche Richtung er läuft. Was soll das denn jetzt bedeuten? Ja, wir wollten den Herrn gerade fragen, was los ist. Ja, könnt ihr ja machen, dann geht doch dahin. Ja, die können den doch hinterherfahren. Ja. Fahrt die Karre aus dem Weg und lauft dem Typen hinterher und wir fahren weg, Mann. Ist doch alles easy, Mann. Pass auf, das Waffenproblem. Wir wissen, dass ihr eine Waffe habt, ihr beide. Wir lösen das ganz einfach. Ihr legt einfach die Waffe bei uns im Auto und ist alles gut. Es ist eine illegale Waffe. Keiner wird deswegen zu belangen. Was soll der Hubschrauber dann jetzt hier? Weißt du, ich verstehe halt nicht, warum ihr das jedes Mal immer wieder aufs Neue so regelt, ja? Schönen guten Abend. Guten Abend. Wollen Sie eine Strafe haben dafür? Sollen wir das dann regeln? Ich check's halt nicht, ne? Ihr steckt jetzt zu zweit aus, das ist alles cool, wir reden hier nochmal mit euch, wir hätten euch auch die Waffe an den Kopf halten können, stattdessen funkt er 2020, wir reden trotzdem noch mit euch. Also bei einem 2020 wäre hier deutlich mehr los. Ja, hier sind auf jeden Fall jetzt mehr als genug Leute, ja? Das ganze Thema hätte schon vor 2 Minuten vorbei sein können, machen wir aber nicht, weil wir hier überhaupt nicht wegen euch sind. Pöbel nicht rum, dann lass uns doch einfach unsere Wege gehen und dann ist die Sache doch gegessen. Ich misch mich doch, wenn ihr einen Einsatz habt, misch ich mich doch auch nicht ein, oder? Wie gesagt, das war das Angebot jetzt. Wir können das auch ganz normal auf polizeilichem Weg machen. Sie haben eine illegale Waffe. Wir sind die Polizei. Wir hüten das Gesetz. Sie können das sich jetzt aussuchen. Entweder Sie legen die Waffe jetzt in die Karre rein und wir gehen alle unsere Wege oder wir handeln sie halt wirklich ab. Das ist jetzt noch gut gemeint. Jetzt ist das noch die letzte Aufforderung, wo ich das noch gut meine. Ich hab's auch eben gut gemeint. Aber ja, was dann soll dann haben Sie was gut gemeint und wir meinen es gut, dass wir Sie quasi. Ja. Ne? Mach die Karre auf. Jo, Sie können fahren.